ICE. Diese drei Buchstaben stehen heute für Intercity Express, für eine neue Generation von Hochgeschwindigkeitszügen auf den Neu- und Ausbaustrecken im Netz der Deutschen Bundesbahn. Auch wenn in den ersten Wochen nach Aufnahme des planmäßigen ICE-Verkehrs noch einige Pannen für Ärger und Verdruss einerseits und für hämische Schlagzeilen in der Presse andererseits sorgten, inzwischen ist der 280 km/h schnelle ICE nicht nur als Paradepferd der DB allgemein anerkannt, er gilt auch bei den Fahrgästen als besonders bequemes, schnelles, zuverlässiges und umweltfreundliches Verkehrsmittel. Wie sehr sich der supermoderne Hightech-Zug von herkömmlichen Schienenfahrzeugen unterscheidet, das wollen wir im Verlauf dieses Films ein wenig genauer darstellen. Schließlich ist der ICE nicht nur schnell, sondern auch seine ausgefeilte Computertechnik verdient eine genauere Betrachtung. Dazu jedoch später mehr. Verweilen wir zunächst noch im hessischen Bergland, durch das die DB ab Ende der 70er Jahre ihre erste Neubaustrecke für die neuen schnellen Züge von Hannover über Fulda nach Würzburg bauen ließ. Gleichzeitig ging mit dieser Maßnahme die Erforschung der Zukunftsaussichten des traditionellen Systems Rad-Schiene einher. Anfang der 80er Jahre waren die Arbeiten dann so weit fortgeschritten, dass man einen Versuchszug, den sogenannten Intercity Experimental, in Auftrag geben konnte. Nach dessen Fertigstellung, Mitte der 80er Jahre, folgten umfangreiche Mess- und Versuchsfahrten mit bis zu 406 km/h. Die Ergebnisse kamen direkt den Planungen für den serienmäßigen ICE zugute. Mit diesen vorbereitenden Arbeiten war für die Bahn ein wichtiger Schritt auf dem Wege getan, um mit den Inlandsflügen der Luftfahrtgesellschaften ernsthaft konkurrieren zu können.